Diesmal nehmen wir euch mit auf einen abenteuerlichen Trip, der uns durch einen der entlegensten Winkel Australiens führen wird. Die tropische Wildnis der Cape York-Halbinsel im äußersten Norden von Queensland. Seht euch das an. Sie macht eine Todesrolle. Es ist eine graue Schiefernatter, eine auf der Cape York-Halbinsel weit verbreitete Schlangenart. Sie ist ziemlich gereizt. Keine Ahnung, wie sie es geschafft hat, nicht überfahren zu werden. Oh, jetzt wird sie frech. Sie beißt mir in den Stiefel. Sie windet sich wie in einer Todesrolle. Sie versucht zu fliehen. Sieht man sehr häufig hier oben, diese Natter. Sie hat eine kleine Wunde. Böse kleine Schlange. Lass los. Du beißt mich zum Dank dafür, dass ich dir das Leben rette. Ich lasse sie frei. Es ist schon lange her, dass ich mit meinem Dad hier oben war und mit Schiefernattern gespielt habe. Mir ist nicht klar, ob sie giftig sind oder nicht. Falls ja, habe ich jetzt ein Problem. Also besser sofort in einem schlauen Buch nachschlagen. Graue Schiefernatter. Fühlt sie sich bedrängt, beißt sie furchtlos und mehrmals hintereinander zu. Hier steht nichts von Gift. Australien ist so dünn besiedelt, dass man tagelang fahren kann, ohne eine Menschenseele zu treffen. Unsere spannende Reise beginnt hier. Wir durchqueren die Cape York-Halbinsel bis hinauf zum nördlichsten Punkt Australiens. Die Ostküste der Cape York-Halbinsel, vor der sich das Great Barrier Reef erstreckt, wird vom tropischen Regenwald eingenommen. Wir sind auf der Suche nach einigen der seltensten und ungewöhnlichsten Tierarten. Schon die Fahrt hierher ist ein Abenteuer. Auf der Straße haben wir bereits einige Reptilien gesichtet. Hier haben wir eins der erstaunlichsten Kriechtiere, die ich je gesehen habe. Wow, seht euch das an. Look at that. Sieht aus wie eine Schlange, aber das ist ein Spitzkopfflossenfuß. Er hat keine gegabelte Zunge. Würde er sie jetzt herausstrecken, könntet ihr sehen, dass sie dick und fleischig ist wie meine. Die Flossenfüße gehören zu den geckoartigen Echsen. Bei genauem Hinsehen erkennt man kleine beschuppte Anhängsel. Das sind die rückgebildeten hinteren Gliedmaßen. Er hat typische Echsenaugen. Dahinter sitzen die Ohren. Schlangen haben ja keine Ohren. Ein Spitzkopfflossenfuß. Was für ein Fund. Es ist schon Jahre her, dass ich so einen gesehen habe. Ein tolles Tier. Ich setze ihn abseits der Fahrbahn ins Gras. Sonst wird er noch überfahren und das will ich auf gar keinen Fall. Längst haben wir keinen Asphalt mehr unter den Rädern und vor uns liegen noch 800 Kilometer. Für die Tierwelt ist der Autoverkehr eine große Gefahr. Immer wieder bringen wir vorsorglich Tiere in Sicherheit, die sich zu nahe an der Piste aufhalten. Nur der scheue Dingo, das australische Pendant zum Wolf, ist viel zu clever, als dass er sich überfahren ließe. Leider gilt dies nicht auch für den Rest der wildlebenden Tiere. Seht euch dieses fabelhafte Tierchen an. Dies ist eine grüne Baumschlange, genauer gesagt die goldfarbige Variante der grünen Baumschlange. Sie hat ihren Hals aufgebläht, ein Zeichen dafür, dass sie wütend ist. Eine sehr schnelle Schlangenart. Es ist eine Natter, vollkommen harmlos und ungiftig. Hat sie sich zum Beispiel einen Frosch geschnappt, verschlingt sie ihn im Stück und bei lebendigem Leibe. Ihr aufgeblähter Hals zeigt, dass sie ziemlich sauer ist.
Zweifellos kann sie zubeißen mit ihren scharfen Zähnen. Aber sie ist harmlos. Sie züngelt rasend schnell, weil sie so aufgebracht ist. Und das zu Recht. Nein, du wirst mich nicht in die Nase beißen. Eine tolle Schlange. Kommt sehr häufig vor auf der Cape York-Halbinsel. So, ab mit dir. Es sind Milane, die da über uns kreisen. Ich will die Schlange nicht hier im Freien lassen und bringe sie lieber ins Gras. Auf dem ersten Teil unserer Reise fahren wir durch trockene Baumsavanne. Die Piste ist, zumindest für nordaustralische Verhältnisse, ausgezeichnet. Sobald die Regenzeit beginnt, verwandelt sich jeder kleine Bach in ein unüberwindliches Hindernis. Nur in der Trockenzeit ist es möglich, mit dem Auto bis zur Nordspitze des Kontinents vorzudringen. Bevor wir weiter Richtung Norden fahren, machen wir einen Abstecher an die Ostküste. In den Mangrovenwäldern beiderseits dieser Flussmündung lebt eine seltene Waranart, der Rostkopfwaran. Auch das größte und gefährlichste Raubtier Australiens ist hier zu finden, das Leistenkrokodil. Na, ist das nicht ein Prachtexemplar? Hier wimmelt es von Leistenkrokodilen. Die Cape York-Halbinsel ist eine ihrer letzten Hochburgen in Australien. Die süßen kleinen Rostkopfwarane gehen mit Vorliebe zwischen den niedrigeren Mangroven auf die Jagd. Ihre Wohnstätten haben sie in den alten, hohen Mangroven, deren Stämme zum Teil ausgehöhlt sind. Dort sind sie nur sehr schwer zu finden. Unser Vorhaben ist nicht ganz ungefährlich. Wir müssen stets ein Auge auf die Krokodile haben. Da ist einer. Gerade hat er sich bewegt. Ich muss mich anschleichen. Dabei versuche ich, jeden Augenkontakt zu vermeiden. Aber er hat mich bereits entdeckt. Die Warane haben gute Augen. Da, er haut ab. Ich muss einen Bogen um ihn machen. Nur so kann ich versuchen, ihn auf einen einzeln stehenden Baum zu scheuchen. Diese Echsen flitzen durch die Bäume wie ich auf einem Fußballfeld. Er hat sich aus einem Baum ins Wasser fallen lassen und ist schon auf den nächsten Baum geklettert. Aber jetzt sitzt er in der Falle. Ich bin ihm auf den Fersen. Ich hab ihn. Seht ihn euch an. Er will mich beißen. Seht euch diesen kleinen Prachtkerl an. What an absolute little ripper! Das ist ein Rostkopfwaran. Genauer gesagt, die südliche Variante des Rostkopfwarans. Seinen Namen verdankt er der wunderschönen rostroten Färbung seines Halses. Es ist ein ausgewachsenes Weibchen. Oh, du willst mich beißen? Du willst mich ins Gesicht beißen? Du bist ja ganz schön frech. Seht euch diesen schönen Hals an. Dir passiert doch nichts. Oh, you're gonna bite, sweetheart? You're all right. Ah! Wer hat hier wen geschnappt? Das ist die Frage. Mein Dad hat zu mir gesagt, wenn sie dich beißen, dann weißt du, jetzt hast du sie. Er hat absolut recht. Das Waranweibchen ist böse auf mich. Und das zu Recht. Die Nasenöffnungen befinden sich auf der Oberseite des Kopfes. So kann der Waran wie ein Krokodil dicht unter der Wasseroberfläche schwimmen. Die Ohren sitzen hinter dem Kopf. Eine wunderschöne kleine Echse. Der Schwanz ist ziemlich dick. Bei Waranen ist das ein Zeichen dafür, dass sie gut genährt sind. Wie ihr seht, ist der Schwanz abgeplattet. Damit bewegen sie sich wie die Krokodile im Wasser fort.
Ein wunderschönes Tier. Mit super scharfen Krallen und scharfen Zähnen. Ich blute schon an einem Finger. Das Varanweibchen kommt eine Weile in unser Aufzuchtprogramm für gefährdete Arten. Komm, Schätzchen, jetzt geht's ab nach Hause. Nach unserem Abstecher an die Küste fahren wir weiter Richtung Norden. Die plötzlichen Rauchschwaden über der Piste sind Buschfeuer, die meist gefürchteten Naturkatastrophen in Australien. Es ist unvorstellbar, wie viele tote Tiere unter dem verbrannten Buschwerk liegen müssen. Die Raubvögel können sich satt fressen, an gebratenem. Und ich kann es ihnen nicht einmal verdenken, dass sie die Situation ausnutzen. Sie nehmen, was sie kriegen können. Das Feuer war absichtlich gelegt worden, um durch Verbrennen von Gestrüpp einen noch größeren Buschbrand zu verhindern. Doch jetzt ist das Feuer außer Kontrolle geraten. Windböen sorgen immer wieder dafür, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Es ist unberechenbar. Steve sucht im verkohlten Busch nach verletzten Tieren. Ihm wäre es lieber, er würde keine finden. Oh nein. Ein ausgewachsenes Spitzkopfflossenfußweibchen. Es wurde schon zerbissen. Am Rücken hat es schwere Verbrennungen erlitten. Es konnte sich wohl noch auf die Straße retten. Der Bauch ist voller Eier. Ein großes Weibchen. Was haben wir da? Noch ein Flossenfuß. Völlig verbrannt, der arme Kleine. Auch sein Kopf. Manche sagen, Buschfeuer wären auch nützlich für die Natur. Ich nicht. Seht sie euch an, diese